Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal WinkelballP. Mich schon wieder Apex Legends D6 schon im Hintergrund, ihr habt mir den Mirage Skin geholt, denn momentan ist das neue Event draußen. Es war hier Apex X Market Store. Ich weiß nicht, ich glaube es war mal angedacht oder so als Chinatown Event. Oder vielleicht heißt es jetzt so, also, es steht nur hier anders da. Ich zeige euch mal kurz, was es gibt. Es gibt hier so einen Rave Skin, den Wingman Skin, ich glaube den gab es schon mal im Spiel. Und den normalen legendären Emote für Wraith. Dann gibt es einen Bloodhound Skin, den normalen legendären Emote, den Hemlock Skin, glaube ich, gab es auch schon mal, und den Skydive Emote, glaube ich, gab es auch schon mal in einem Event oder in irgendeinem, oder in irgendeinem Battle Pass, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich in einem Event. Dann ein Lifeline Skin, ein G7 Skin, den gab es auf jeden Fall schon, den Lifeline Ding wahrscheinlich auch, und den normalen legendären Emote für Mirage, den Skin habt ihr ja schon gesehen, den habe ich schon gekauft, ein Eva Skin, den gab es einmal irgendwo in einem Event oder Battle Pass. Und den normalen legendären Emote. Und für Gibby gibt es hier so einen Skin. Und dazu einen passenden R99 Skin. Das sind so zwei Gegenstände, die passen aber tatsächlich sehr gut zusammen. Schaut interessant aus. Ansonsten gibt es hier nur die Skins einzeln. Und bei Gibby gibt es hier diese vier Skin. Vier Skins. Ja, nur mal als Pack. Sehr interessant, mir gefallen die Skins unheimlich gut, vor allem eben der Mirage Skin. Der hat es mir wirklich Odo mit diesen ganzen Messern hier. Hier sind Messer, hier sind so vielleicht sogar Schwerter, keine Ahnung. Dann hier, wie so Lack, das glänzt so richtig. Und gleichzeitig, sag mal, in der Ego-Perspektive, also wenn wir dann in der Runde sehen, hier so auch die Texturen an den Handschuhen gut. Das schaut einfach unheimlich krank aus. Deswegen haben wir den einfach holen müssen. Wir schauen einfach mal in der Arena-Runde und probieren den ganzen mal aus. Und außerdem noch die KMP. Denn die haben wir ja im Season-Video nicht wirklich testen können. Deswegen machen wir das aber jetzt. Bis gleich. Da sehen wir schon, wie er ausgewählt wird. Ich hab Sehr da cool. dieses Ding in der Kiste. Der schaut einfach nur krank aus. Oder heißt es Ich finde ihn Tasche? so schön, den Wie auch Skin. immer, wir werden. Okay, die Runde startet. Wir gehen erstmal nach links. Ich hoffe, die Teammates hier, aber sie kommen mit zur Zone. Es gibt ja oft Helden, die dann gegen die Zone gingen. Nur weil der Ort irgendwie besser zum Fighten ist oder so. Ich finde es eigentlich ziemlich lost. Weil es einfach viel mehr Sinn macht, zur Zone zu gehen, wenn man dann nicht Erste rotieren muss. Stufe. Also es gibt Maps, auf denen ich komm mal recht gut rübergehe, aber so Maps wie hier, wo die Mitte was so offen ist. Rechne mich mit Klarsicht. Da macht es absolut keinen Sinn und so wie es ausschaut, sind die Gegner jetzt auf der falschen Seite, oder? Okay, das Team hat Bock zu pushen, das ist eigentlich lost, weil wir eh die Zone haben. Die Gegner schießen auf Aber mich. naja, mal schauen, wir müssen ja nicht so weit rausgehen. Ich bin ja schon ewig kein Mirage mit mehr, deswegen werde ich meine Bots vermutlich jetzt nicht so schlau, so schlau senden. Hier das Ganze hat sehr gut funktioniert tatsächlich. No, ich hab nur mein Bot noch nicht fertig. No, die hat nichts getroffen. Okay, dann schauen wir uns nochmal unseren Skin an. Da ist erstmal wieder ein Spruch. Ich hasse das einfach so. Na, danke, Teammate. Ich hasse es einfach so sehr, wenn man einfach mal sneakt einmal oder zweimal oder so und dann kommt meistens direkt dieses Steuerkreuz nach unten für Bemerkungen und danach kommt Holospray und erst dann darf man endlich seinen scheiß Emote machen. Das ist manchmal so nervig, wenn man zum Beispiel einen Win heute oder so und dann einfach nur kurz Emote mal und dann können wir einfach andauern und erstmal Sprüche und Dings. Ich finde das richtig nervig. Übrigens konnte ich mit der K gar nicht so gut umgehen. Also ich finde den Recoil-Vergleich jetzt vor allem zu R99 und R101 ziemlich schwer eigentlich. Ich glaube vom Muster ist er ein bisschen ähnlich wie die Devotion. Natürlich schießt man hier bei der nicht ansatzweise so viel, aber ich glaube ihr wisst was ich meine, das macht halt diesen Schwenker nach links und Schwenker nach rechts. Okay, die ist ja dumm. Wenn jetzt ich pushen mag, dann kann ich es ziemlich schnell vergessen. Ich kann meinen Schild nicht aufladen. Brauche einen Moment, um oh no. Oh, Glück gehabt. Der hat schon mal nicht revived. Und dann ist nur noch die Wolke, ich glaube, die kriegen meine Team jetzt eh. Oh, ich kümmere noch hoch, sehr stark. So, jetzt schauen wir uns nochmal seinen Emote an. Ich finde, das sieht einfach so cool aus, wie gesagt, wie das so glänzt. Dann können wir uns hier nochmal mit dem Heirloom. Vielleicht sagt man ein bisschen seine Hände. Das hat so viele Details drauf. Das sieht einfach nur so geil aus. Das Ding ist, warum ich mir den Skin überhaupt geholt habe. Eigentlich bin ich ja schon ewig kein Mirage Man mehr. Und spiele eigentlich nur noch Volkvie. Aber wo man eh schon bei Volkvie sind, damals als Season 9 rauskam und auch da mit Volkvie und die mir neuen Main gehabt habe,
Wollte ich mir unbedingt diesen Skin holen für sie, der im Starter-Bundle war. Aber ich habe mir einfach nicht geholt und gedacht, komm, der ist schon ein bisschen teuer nur für den Skin, vielleicht gibt es irgendwann noch bessere. Bis jetzt kam kein richtig cooler Skin. Und ich bereue es einfach seitdem, dass ich mir den Skin nicht geholt habe. Weil ich zock jeden Tag Apex. Also gut, wenn jetzt Ferien sind oder sowas, also um die 6 Stunden täglich. So unter der Schule ist natürlich, oh mein Gott, what the fuck? Oh mein Gott. Okay, die Sühne wohin kriegen, dann haben wir wenigstens eine Runde länger. Okay, er hat verloren. Ist das so schlimm? Aber das war gerade schon ziemlich lost, wo ich da hochgeklettert bin und dann war da vor mir die Wallcreen und die drehen mich genau in der falschen Richtung im Kreis. Naja, was ich eigentlich sagen würde... Ja, sauber. Klettern wieder gleichzeitig. Was ich eigentlich sagen würde, den Wallcreen Skin bereue ich bis jetzt, dass ich mir den nicht geholt habe. Deswegen haben wir gedacht, okay, wenn ich jeden Tag so viel Apex zocke und das Game mir schon an sich nichts gekostet hat, dann können wir jetzt dafür einen Skin holen. Vor allem für meinen alten Main. Ich feiere Mirage ja trotzdem, auch wenn ich nicht mehr spiele. Weil die einfach Wolkenwies Jetpacks auf normal feier. Aber ja, ich feier Mirage trotzdem. Und deswegen haben wir gedacht, okay, den hol ich mir. Weil einfach so geiler Shirt. Oh mein Gott, da hätte ich gleich nicht scopen sehen. Oh mein Gott, ich bin im Nahkampf so schlecht. Ich boxe den nieder. Schade. Naja. Ich dachte, wir gehen mal nur mit einer Runde Battle Royale und spielen mal einfach so just for fun, ne? Okay, wir gehen direkt full Hot Job. Mal schauen, wie es wäre. Im Battle Royale mag ich Mirage eigentlich viel mehr als in Arena, weil er da wenigstens unendlich DKs hat. Und seine Ult lädt eh so schnell auf. Okay, da ist schon jemand gelandet. Mal schauen, ob wir den runterboxen können. Der hat auch Heirloom. Richtige Heirloom Boxfight. Oh no. Aber ich habe bis jetzt noch nichts getroffen. Oh, ich hätte jetzt eigentlich einen Finisher machen wollen, aber... Naja, hast du aufgegeben, schade. Ich schau mal, ob wir in das Haus reinkommen und irgendwo Waffen finden. Zum Glück ist er nicht gequittet. Das ist schon mal nice. Okay, der 30-30 ist absolut nicht das, was ich mir unter der Waffe vorstelle. Das ist schon eher. Okay, warte mal, der hat einen Schießhof gehabt, oder? Jawohl. Jetzt sagen wir, gehen wir erstmal direkt respawnen, dass der sein Loot schnell wieder hört. Oh ja, da sind nur Granaten. Vielleicht sind es sogar nur zwei Squads da drüben. Da haben wir nur mal die K, dann spielen wir die gleich nochmal. Oh mein Gott. Ah, oh, fuck, der Teammate ist noch nicht da. Ah, schade, ich war zu lange am Looten. Oh mein Gott. Jetzt packe ich die Tricke auf. Ich sende einen Köder. Okay, der sitzt da drin. Mal schauen, ob ich da hochkomme jetzt mit Rich. Als Wolke fliege ich ja hier einfach mal hoch. Fuck. Oh, Glück gehabt. Feind ausgeschaltet. Lade Schilder auf. Ich versuche einfach den zu reloaden, während die im Fighten sind. Oh no. Oh, er hat's rausgeschafft. Er hat's auch nicht rausgeschafft. Okay, geh jetzt außen rum. No way, dann ziehen wir das schon wieder tot. Bitte! Nein! Oh, der Teammate ist nicht tot, ich dachte, er ist tot. Oh, ich hab nur noch eine Zelle. Der ist so one. Und jetzt bin ich tot. Entsende meinen Köder. 45 Sekunden. Es reicht, wenn wir ganz normal gehen. Na
Der ist einfach runtergesprungen, sehr nice. Sie sind einfach umgekippt. Ich brauche auf jeden Fall dringend Schilde, ich habe jetzt nämlich gar nichts mehr. Ey. Ich hätte mir da nur eine Battery gehabt, um sie voll zu healen. Jetzt war es vielleicht der falsche Moment, um die Waffe zu wechseln. Irgendwer hat da gerade gerevived. Ah, er hat sich selbst gerevived. Nice, diese Show. Okay, jetzt sagen wir, jetzt einfach mal weiter. Das Ding ist, sie kennen eigentlich die ganzen Orte mittlerweile. Ah, die Häuser kennen die mittlerweile halbwegs. Aber ich finde es dennoch schwierig, mir nur zu merken, wie man von welchem Ort zu welchem kommt. Also, ich kenne die Orte, aber ich weiß nicht, wo die sind, beziehungsweise diese Laufwege eben dazwischen. Aber so die Orte kenne ich mittlerweile und die finde ich echt nice zum Großteil. Ich finde es so schade, dass die Map zwischen den Orten eben so offen ist. Übrigens, sorry, dass ich momentan so wenig hochlöte. Es liegt einfach daran, dass ich jetzt in der Schule ziemlich einen Stress habe, weil ich jetzt in der Oberstufe bin. Ja, da komme ich einfach nur so viel zum Zocken und dann rendiert sich teilweise ja gar nicht, dann eine Aufnahme in der Uhr zu empfangen. Deswegen fehlt da dann oft die Motivation. Also sorry, dass momentan so wenig kommt, aber ich konnte leider wenig dagegen machen. Übrigens, ja, ihr habt es wahrscheinlich eh schon mitgekriegt, ich habe mich komisch, aber das liegt natürlich daran, dass ich ein neues Headset habe. Weil bei dem alten, sauber, ja, wird in die Richtung. Weil bei dem alten sind, ja, mittlerweile sehr oft Verbindungsabbrüche gewesen. Jetzt probiere ich einfach mal das aus, mal schauen, wie es wird. Wenn es schlecht ist, gebe ich es halt wieder zurück. Ich probiere es einfach mal 2 Wochen aus. Oh mein Gott, der Teammate wird so runtergemäht. Die Hälfte des Quads ist erledigt. Mein Team ist leider auf. Schüsse! Außen treffen mich! Da ist Ladeschilder auf. Ich glaube, das ist ein hartes 1 gegen 2. Ich trinke sie mit einem Köder auf. Ah, das ist gecrackt, lieber. Ach, warte mal, das ist immer noch. Und sie treffen sogar! Lade Schilder auf. Wir könnten sie definitiv mehr von mir vertragen. Ich hat noch einmal den Deke getroffen. Lade Schilder auf. Ist ja ekelhaft. Ich hab dich reingelegt. Oh mein Gott, jetzt hab ich auf den Dötz gekriegt. Ah, schade. Ach, da hab ich ziemlich verkackt, aber naja, ist egal. Ich finde das Event auf jeden Fall unheimlich cool, weil es einfach saugeile Skins gibt. Ansonsten, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Skins findet. Ich finde es auf jeden Fall unheimlich cool. Und deswegen bin ich ja sehr glücklich, dass ich mit dem Mirage Skin tatsächlich geholt habe. Ich habe ja nur, ja, für 10 Euro Apex Packs gekauft, weil ihr ja sowieso schon über den Battle Pass 1000 gehabt habt. Und keine Sorge, ihr werdet diesen Battle Pass durchbringen, ja locker. Von daher, ja, schreibt es ja gerne in die Kommentare, wie ihr den Skin findet. Ich finde es auf jeden Fall ist der coolste Event-Skin. Deswegen, ja, schreibt es ja gerne in die Kommentare, was ihr am coolsten findet aus dem Event. Wenn euch der Park gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo, dann bis zum nächsten Video. Ciao!